Hallo und herzlich Ich willkommen habe zurück so zu einer viele weiteren Folge fantastische von Nachbarn. Wie unterbreche ich die Gameplayerin am besten bei ihrer Ansage? Heute mit dabei Mirabelle zu meiner Rechten, beziehungsweise meiner Linken zu eurer Rechten. Und sie hat erfolgreich meine Ansage unterbrochen. Nichtsdestotrotz, irgendwo ist Mushu jetzt abgeblieben. Wollen wir die letzte Quest machen mit Du Mushu? weißt schon, dass eine Legende anwesend Und ist, ganz ehrlich, ich oder? bin auf der einen Seite natürlich schon. Ja, erfreut darüber, dass wir so gut durchkommen. Auf der anderen Seite bin ich allerdings auch sehr traurig darüber, dass das jetzt aktuell die allerletzte Quest sein wird. Weil wir haben halt keine neuen Quests mehr. Das von Remi ist halt immer wieder das Gleiche. Das brauche ich euch ja jetzt nicht jeden Tag immer die gleiche Quest zu zeigen. Und ja. Das wird also quasi erstmal meine in Anführungszeichen Abschiedsfolge vorerst wohlbemerkt werden, bis wieder die nächsten Quests von Disney rauskommen werden. Deswegen genießt diese Quest mit mir und ja. Hey, wir haben ein ernstes Problem, Gameplayerin. Ja, ich weiß, dass es die letzte Quest ist. Und sein Name ist Scar. Was hat er jetzt getan? Wie ich sehe, eilt ihm sein Ruf voraus. Dieser große Tyrann war in letzter Zeit auf einem ziemlichen Machttrip. Er läuft herum, als gehöre ihm alles. Dabei stolziert er herum und fletscht die Zähne vor Dorfbewohnern, die nicht einmal halb so groß sind wie er. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht. Klingt nach Scar. Ja, ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Komm schon, wir sind hier die Wächter. Wir müssen nachforschen und ruchlosen Taten Einhalt gebieten. Ich werde Scar im Auge behalten und die Lage beobachten. Kannst du mit Woody, Buzz, Stitch und Remi reden? Frag, ob er sie belästigt hat. Ich bin an der Sache dran. Ich komme, heb dir deinen Applaus auf. Ja, Applaus gibt's später, da hast du recht. Ich finde das so schade. Jetzt habe ich mich so schön gemacht hier für die Party. Ja, gut, jetzt. Man könnte jetzt sagen, ich habe mich jetzt schön gemacht für den letzten Tag, den wir jetzt heute noch haben. Ach, das ist Mushu. Wieso kann ich eigentlich mit dem reden? Damit ich nochmal nachfragen kann, was ich machen soll oder was? Oder hat der mir noch was anderes? Nee, das ist das Einzige, ne? Warum laufe ich eigentlich? Anstatt die Leute zu suchen. Das war jetzt auch doof. Moment, Remi ist auch mit dabei, ne? Weil. Der hat ja immer das Ding oben drauf wegen seiner täglichen Quest. Hey, du bist es! Bonjour! Beginne die auf. Bon Appetit, Scar, genau. Gameplayerin, der Lieferdienst. Ach nein, nein, nein! Moment. Was ist. Das Blaue ist doch seine, oder nicht? Ach nein! Skat mir. Ja, nein. Nein, nein. Vielleicht ein andermal. Hallo? Ja, die Schmiedeeisen interessieren mich nicht, weil wenn ich so viel dafür tun muss, drei Dinge zu craften, dann lasse ich es lieber bleiben. Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner, das müsste die sein. Ich bin froh, dich zu sehen, Gameplayerin. Wir müssen über Scar reden. Ich wollte gerade auf ihn zu sprechen kommen. Dann hast du ein großartiges Timing erwischt. Scar war in letzter Zeit ein furchtbarer Kunde im Restaurant. Er bestellt immer wieder ein Gericht, isst das meiste davon und schickt dann den letzten Bissen mit der Bemerkung, es war nicht gut, zurück. Ein inakzeptables Verhalten, auf jeden Fall. Das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Ich habe ihm gesagt, dass es mir nichts ausmacht, für ihn zu kochen. Jeder muss essen. Aber sich zu beschweren, nur damit man nicht zahlen muss, ist ziemlich unhöflich. Seine genauen Worte waren: Und was kann ein Nagetier wie du gegen einen mächtigen König ausrichten? Dann warf er seinen Teller auf den Boden. Der Teller zerbrach und er ging. Ich werde Mushu davon berichten. Und ja, Scar weiß, wie man einen Abgang macht, wenn auch keinen besonders guten. Ich war besorgt, dass Scar sich kleinere Dorfbewohner vorknüpft. Mach dir keine Sorgen, Remi. Wir werden einen Weg finden, Scar davon abzuhalten. Entschuldigung, wir sind ein gutes Team. Ja, wir sind ein gutes Team. Mobben wird nicht erlaubt hier auf der Ebene. Der geht nach unten. Weder Mobben noch Bedrohungen werden hier erlaubt. Bitte lauf nicht weg, ich muss unbedingt diese Chest öffnen. Die ist ganz wichtig. Er läuft natürlich weg, war ja klar.
Da hinten. Nein, nicht im Feld. Nicht im Feld. Geh weiter. Nein. Gehst du weiter? Ich brauche Hilfe. Ja, das ist mir egal. Ich kann nicht mit dir sprechen, wenn du da mitten im Erntending drin... Warum gehen die immer auf die Felder? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich verstehe, wenn er so klein ist, dass er hier mit gezückten Laser durchläuft. Aber warum gehen die hier immer auf die Felder? Ich will hier nichts ernten. Kann ich dich da rausschieben? Genau. Komm, was? Raus mit dir. Los. Du bist so klein, du hast ja nichts zu suchen. Raus mit dir. Nein, raus. Was? Raus. Alter, das ist mit denen nicht in Ordnung. Geh jetzt da raus. Ich kann dich sonst nicht ansprechen. Ich kann nur ernten. Entschuldigung. Hallo? Ja, Entschuldigung angenommen. Aber nur wenn ich... Nein! Ach, F dich doch. Der ist schon wieder da reingelaufen. Ach. Ey, die gehen mir so auf die Nerven. Warum sind die so dämlich programmiert? Sei gegrüßt. Ich bin Boss Lightyear. Ich hab's geschafft. Aber das ist mir in erster Linie tatsächlich bei den Kleinen aufgefallen. Weil das Problem ist, die Großen, die kann man normalerweise noch ansprechen, wenn man die relativ gerade anguckt oder so nach oben guckt. Aber die Kleinen, da habe ich schon mehrfach die Erfahrung gemacht, die kann man nicht ansprechen. Und dumm wie die sind, rennen die immer wieder in diese blöden Felder rein. Also schreibt von mir aus gerne in die Kommentare, es ist mein Fehler, weil ich dieses Feld gemacht habe, weil ich halt den Platz brauche, um was zu ernten. Aber ich finde das einfach eine Frechheit, dass die immer wieder denken, nö, da helfe ich jetzt nicht, mit der rede ich jetzt nicht, ich renne einfach mal ins Feld rein. So, gewonnen. Hey Bass, hat dich Sky in letzter Zeit genervt? Obwohl Ska und ich unsere Beziehungen friedlich geregelt haben, überschreitet er manchmal die Grenzen der Freundschaft zu mir. Das klingt schlecht. Naja, angenehm ist das nicht. In letzter Zeit scheint es Ska Spaß zu machen, mich in Schlammpfützen zu stoßen. Ein Schlag mit seiner Pfote und ich fliege. Ich brauche Stunden, um den Schlamm aus den Knöpfen meiner Uniform zu bekommen. Manchmal Tage. Hat er... Nein, er hat sich nicht entschuldigt. Mushu hatte recht. Mushu? Er sagt, er hat das Gefühl, dass Gas auf kleinere Dorfbewohner abgesehen hat. Ich sollte ihm Bericht erstatten. Es tut mir leid, dass dir das passiert ist, Bass. Mushu und ich werden an einer Lösung arbeiten. Wie mich meine innere Stimme gerne erinnert, ich komme in Frieden. Wow. Ich sag nur Programmierung, ne? Ich bin hier gerade die Schaufel da am reinhauen. Und der hat nichts Besseres zu tun, als genau unter die Schaufel zu laufen. Stitch, dich kann ich wenigstens ansprechen. Hey Stitch, hat dir Sky in letzter Zeit Ärger gemacht? Wobei, er könnte sich doch wehren, oder? Ich helfe Mushu bei einem Projekt. Nein, Ska, Angst vor Stitch. Siehst du, dachte ich doch. Wirklich? Aha. Ja. Stitch, Ska sagen, das Schiff hat Laser und ihm sagen, was Laser tun. Jetzt Ska lässt Stitch in Ruhe, aber Stitch sehen, wie Ska andere kleine Freunde belästigt. Sein Bösometer sehr hoch. Okay, danke Stitch. Mushu und ich arbeiten daran. Dankeschön. Ja, ich danke auch. Jetzt nehmen wir uns erstmal freudig das ganze Geld, was hier rumläuft. Was hier rumliegt. So, und jetzt habe ich ein Riesenproblem. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Was habe ich denn hier eben? Ich vermute mal, dass das Soja war. Jetzt muss ich erstmal wieder neues Soja pflanzen. Das ist doch unerhört hier. Nein. Och, ich will doch nicht alles haben. Nein. Du sollst das einfach nur aufteilen. So. Es tut mir leid. Ich weiß. Sowas macht man auch normalerweise nicht im Let's Play. Aber wenn ich schon im Let's Play hier alles rausreißen muss, weil die Leute sich nicht verschieben und nicht ansprechen lassen, dann... Nein! Komm zu mir. Meine Nachbarn sind gut. Ja. Bleib stehen. Nein, bleib stehen. Oh, howdy. Woody, hat's gar dich genervt? Jetzt, wo du fragst, wir haben neulich ein seltsames Spiel gespielt. Was für ein Spiel. Ska meinte, er wollte Verstecken spielen, was ich ein bisschen lustig fand. Aber hey, ich bin ein Spielzeug. Mein Job ist es, Leute glücklich zu machen.
Als Scar mich gefunden hat, habe ich ihm gesagt, dass er mich jetzt verstecken muss. Und er sagte, er sich jetzt verstecken muss. Und er sagte, nein, jetzt ist es Zeit für dich zu rennen. Und er hat mich einen ganzen Nachmittag lang durch das Dorf gejagt. Das war ein hartes Training für mich. Er hat 4 Beine und ich nur 2. Das ist ja schrecklich. Das war kein Spaß. Ich kann immer noch spüren, wie seine großen Zähne hinter mir zuschnappen. Gut, dass du es mir sagst, Woody. Mushu und ich klären die Situation. Ich erzähle ihm deine Geschichte. Ach, ich erzähle Slinky von dem Ort hier. Oh, er wird mir nicht glauben. Ja, erzähl du Slinky, Lisa, glaube ich, davon. Und ich werde mich jetzt erstmal um Mushu kümmern. Beziehungsweise Mushu und ich werden uns jetzt erstmal um Scar kümmern. So. Du weißt schon, dass eine Legende anwesend ist, oder? Mushu, du hattest völlig recht. Scar schikaniert die anderen kleinen Dorfbewohner. Nun, alle außer Stitch, aber nur, weil Stitch klar gemacht hat, dass er Laser hat. Ich wusste es. Was haben die anderen gesagt? Bass sagte, dass Scar ihn immer wieder aus Versehen in die Schlammpfützen stößt und lacht. Oh, halt mich lieber zurück, mein Blut fängt an zu kochen. Woody sagte, Scar wollte Verstecken spielen, aber als er Woody fand, jagte er ihn einen ganzen Nachmittag lang und schnappte mit seinen Zähnen nach ihm, als er ihm zu nahe kam. Unerhörter Einsatz von Zähnen, nicht bei mir. Remy sagte, Scar hat seinen letzten Bissen Essen zurückgeschickt, damit er im Restaurant nicht bezahlen muss. Als Remy Scar darauf ansprach, nannte er ihn ein Nagetier und schlug seinen Teller auf den Boden, wodurch er zerbrach. Ich bitte dich, ich gehe nicht einmal in Restaurants und ich weiß, dass das unhöflich ist. Er verursacht nur einen ganz allgemeinen Terror für die Kleinen. Wieso nur? Wir setzen dem ein Ende. Ich werde die Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner gründen. Ich will alle zusammenbringen und sie wissen lassen, dass ich die Sache im Griff habe. Du bist ein großer Anführer, Mushu. Meine kleine Gesellschaft, so süß. Dankeschön. Ich habe Mulan alles beigebracht, was ich weiß. Für ein richtiges Treffen brauchen wir kleine Stühle. Das hier ist riesig. Nicht gerade für uns kleine Leute gemacht. Oh, und ein paar Snacks für die Kleinsten. Ein professionelles Treffen braucht etwas zu essen, auch wenn nur ein paar Leute daran teilnehmen. Alles klar, Mushu. Ich stelle ein paar kleine Stühle her. Du lädst die anderen Dorfbewohner zum Treffen ein. Um die Snacks kümmern wir uns später. Okay, wem soll ich hier mal wieder aus der Patsche helfen? Okay, 5 winzige Stühle herstellen. Machen wir doch sofort, wenn meine Stimme nicht komplett nachlässt hier. So, wobei ich jetzt nicht weiß, naja gut, wir müssen ja wissen, wie es gemacht wird. Das ist nicht euer Ernst, dass das jetzt mit Eisen gemacht wird, ne? Ja, wieso kann ich immer noch den Kopf... Ah ne, da steht nur als neu drin. Winzige Stühle vor allen Dingen. Och, kommt, Leute. Hier wegen diesem blöden Soja, ne? Moment. Nein, das Soja wollte ich nicht essen. Aber ja, die Beeren könnten wir theoretisch essen. Aber die sind schon relativ voll. Ach komm, wir essen jetzt alle. Ist mir jetzt auch egal. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. So, natürlich ist das dann wieder alles komplett woanders. Und wahrscheinlich wie immer wieder ganz unten. Da. 5 Stück brauchen wir. Boah, gerade wo ich Eisen nicht mehr so viel habe. Ich wollte das doch eigentlich sammeln für was anderes. Bring Mushu die winzigen Stühle. Hätte das nicht mit Gold machen können? Jetzt mal ganz ehrlich. So, Mushu, beweg dich nicht vom Platz. Du hast die ganze Zeit da gestanden, also kannst du noch einen kurzen Moment durchhalten. Ich glaube. Die anderen Kleinen sind auch da. So, bitteschön. Du wirst sie mir wahrscheinlich eh wieder zurückgeben, dass ich sie aufstellen soll. Hey, schön, dich zu sehen. Oh, die sind perfekt für unser Treffen. Ich stelle sie auf, sobald wir fertig sind. Die sind so süß. Nein, was jetzt?
Das wären dann Erfrischungen. Dafür sollten wir einen Experten zu Rate ziehen. Könntest du mit unserem kleinen Lieblingskoch reden? Also ganz ehrlich, manche Leute hier sind richtig... Ach nee, der war nicht hier, der war... Da. Bleib stehen, Remy. Bleib stehen. Ich muss noch mal mit dir reden. Du läufst in die falsche Richtung. Nein. Hilfst du mir mal kurz? Stopp. Bleib stehen. Reden. Hey, so. Du bist es. Bonjour. Gameplayerin, Mushu hat mir von dem Treffen erzählt und meinte, du würdest vorbeikommen. Ich habe eine großartige Idee für ein Gericht, das ich servieren kann. Eine Miniatur-Lauchsuppe, nahrhaft, lecker und eine schöne kleine Portion. Zuerst müssen wir etwas Miniaturlauch anbauen. Nein! Weil er so klein ist, strotzt dieser besondere Lauch nur so vor Geschmack. Wir brauchen auch andere Zutaten, aber ich weiß, dass du das hinbekommst. Mhm. Hallo? Danke. Ja, das heißt... Achso, pflanze die Miniatur. Ich habe aber nichts, womit ich das jetzt schnell mache. Das war nicht die drei. Damit ich das schnell machen kann. 2, 3, 4, 5. Alter, ist das dein Ernst jetzt? Warum nimmt der das auf? Nur weil ich... Achso, das war der Miniatursamen. Nein, jetzt sag mir nicht, ich hätte nur einmal... Ugh. Echt jetzt? Echt jetzt? Kann ich mit dir sprechen? Sammle die restlichen Zutaten. Haben wir alles? Und wir brauchen dreimal Miniaturlauch. Kriege ich denn dreimal da raus? Oder? Ich habe ja nur das eine. Das ist natürlich die Frage. Wie lange dauert das? Wenn ich jetzt wüsste, das dauert nur 5 Minuten oder so, würde ich normalerweise sagen, ich warte hier. Da ich das aber nicht weiß, ich weiß nicht, habe ich bei mir im Haus, habe ich da noch irgendwas, um das zu beschleunigen? Ich bin mir da gerade nicht so sicher, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber wir schauen trotzdem mal eben nach. Weil, wie gesagt, ich will jetzt auch keinen Cut machen. Ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, dass ich da, ja, zur Not eine halbe Stunde oder so warten könnte. Ich muss gleich noch ein Horrorgame aufnehmen. Das wird allerdings morgen erst hochgeladen. Was ist denn das da hinten? Baumwolle. Wieso habe ich Baumwolle hier drin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich hier, glaube ich, wenn, ne? Spitzhacke, Schaufel, Spitzhacke. Ich muss also selber was herstellen. Das sind so richtig blöde Sachen gewesen, die wir dafür brauchen, glaube ich. Wundersames Wachstumselixier. Noch mehr wundersam. Ja, Heißt das, dass da mehr drin sind? Oder heißt das... Weil Wachstumselixier würde für... Ich glaube, das reicht für eine Anwendung. Und das für mehrere? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass das dann wirklich einmal komplett... ich mach's jetzt mal. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Dass das einmal komplett reicht. So, Moment, wo haben wir das jetzt? Das ist jetzt nicht dein... Habe ich das eben überlesen? Habe ich das echt überlesen? Ach, Leute. Ach. Ich krieg irgendwann zu viel. Ich krieg wirklich irgendwann zu viel.
Habe ich das? Ich habe da doch zwei, dreimal drauf gedrückt, drauf geguckt. Habe ich das echt überlesen, dass ich das sofort hätte dingsen können? Och, ich meine, dann, wenn man keine Zeit hat, dann kommen hier diese Kisten. Ich meine, ich freue mich darüber, kein Thema. Wenn sie denn auch erscheinen würde, heißt das. Hallo? Ja, cool. Alle Dinger sind weg, aber die Kiste kommt nicht. Ja, das ist ja super. Kein Thema. Na gut, Miniaturlauchsuppen. Außerdem, wieso muss ich die eigentlich kochen? Ich dachte, er wollte die eigentlich kochen. So, da Disney es ja nicht hinkriegt, dass man einfach nur drei einstellen kann. Oh, ich krieg wirklich irgendwann die Krise. Ja, dadurch, dass wir das jetzt natürlich noch gemacht haben. Alter, ich... Ey, ich weiß nicht mehr weiter. Kann ich das ablegen? Ja! Und jetzt sag mir bitte, dass ich diese Miniaturlauchsuppen, dass ich die jetzt da drüber machen kann. Dass ich da jetzt nicht nochmal einen neuen Platz für brauche oder so, weil sonst würde ich die Krise kriegen. Oh. Okay, also das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ja, bei Teso ist das ja leider so, auch wenn sie es eigentlich stapeln könnte, dass sie dann, ich glaube, wenn man es aus der Bank rausnimmt, war es so, dass man dann trotzdem erstmal den Platz im Inventar haben muss, bevor man die Sachen stapelt. Und damit hat man dann halt doppelt und dreifachen Platz verschwendet, sozusagen. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines... Ach so, weil der Lauch jetzt weg ist, habe ich dafür jetzt den Platz... Oh, okay. Okay, sagen wir nichts zu. Mushu. Können wir so langsam starten? Hier, einmal die Nahrung. Dann bringen wir das jetzt über die Bühne. Oh, die sehen so schön aus. Stitch und Remy werden sie wirklich mögen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Stitch würde mit einer normalen Portion bestimmt auskommen. Gameplayerin, ich weiß, du bist nicht so klein wie wir, aber du hast uns so viel geholfen. Oh, ja. Deshalb möchte ich dich zum ersten Treffen der Gesellschaft der winzigen Bewohner als Ehrenmitglied einladen. Ich habe sogar diesen kleinen Aufnäher gemacht, den du auf deiner Kleidung anbringen kannst, wenn du willst. Wie kann man denn... Oh, der sieht aber cool aus. Los, komm schon, folge mir. Lass uns dieses Treffen einberufen. Pass auf, wir sprechen uns später. Ich hab's aber nicht. Aber was ist denn das dann? Alles? Und dann Filter Mulan. Dann müsste der mir doch eigentlich... Nö. Hä? Ich hab den auch nicht drin. Wahrscheinlich hat er es einfach nur gesagt. In seinem Haus. Okay, dann gehen wir da einmal rein. Mushu, es wäre schön, wenn du auch hier wärst. Achtung, Leute. Danke, dass ihr in so kurzer Zeit gekommen seid. Okay, ich weiß, das ist eine ernste Sache. Ich habe gehört, was Scar gemacht hat und ich bin hier zu helfen. Dolles Deutsch. Er kann uns nicht herumschubsen, nur weil wir klein sind. Die Gründung dieser Gesellschaft ist der erste Schritt, um ihn zum Aufhören zu bringen. Das werde ich ihm auch genauso sagen. Oh! Hört, hört. Außerdem gute Arbeit mit der Suppe-Gameplayerin. Höre genau zu! Genau, höre genau zu! Hast du kurz Zeit? Okay, ich werde Scar eine Standpauke halten. Meine Meinung kundtun, ihn die Sache erklären, dann wird er Abstand halten. Ich befürchte, das ist nicht alles. Irgendwas sagt mir, dass das nicht funktionieren wird. Okay, was? Ich okay. bin ein Wächter. Er muss auf mich hören. Scar nimmt mich kaum ernst, Mushu. Er braucht etwas Großes, eine Machtdemonstration. Mulan hat mir erzählt, als du sie das erste Mal getroffen hast, hast du eine große Show hingelegt mit Feuer und Schatten.
Nein, auf keinen Fall. Damals war ich noch kein Wächter. Ich will keine Tricks mehr verwenden. Nur so wird Scar zuhören. Hm. Na gut, aber wir machen das nur, weil du eine Sterbliche bist, die meine Hilfe braucht. Natürlich, Mushu. Was brauchen wir? Lass mich nachdenken. Oh, richtig. Wir brauchen einen schönen, kraftvollen Handfächer. Ich glaube, im Trainingslager, wo wir uns kennengelernt haben, einen herumliegen sehen. Ich habe, ich glaube. Hol ihn mir, dann können wir loslegen. Okay, wem soll ich Fächer aus der Pasche helfen? Okay. Was übrigens geil ist, sehe ich gerade. Warum seid ihr jetzt alle hier? Dass da ja noch lila drunter ist, ne? Das ist passend zu meinen Haaren. Das sieht richtig gut aus. Also bei meinem Kleid meine ich jetzt. Ich wollte aber eigentlich ins Reich. Moment, Reich und Mulan. Warum scrollt das nicht richtig? So, dann holen wir uns den Handfächer aus dem Trainingsbereich, beziehungsweise Trainingslager. In der Hoffnung, dass ich den irgendwo finde, heißt das. Weil ich denke mal, dass die normalen Stellen nicht dafür da sein werden, dass man den finden wird. Da hinten könnte noch was sein. Sollte ich nochmal gemacht haben. Es tut mir leid. Reden kann ich gerade auch irgendwie nicht mehr. Ich bin so freudiger Erwartung, wie die Quest hier weitergeht. Ah, da ist er doch. Dass ich hier komplett meine Stimme verloren habe. Bericht Mushu. Ach ja, er darf ja gar nicht mehr. Ja. Ich wollte gerade sagen, wieso kommt der eigentlich nicht nach hier, damit das ein bisschen schneller geht? Aber die dürfen ja nicht mehr in ihre Reiche zurück, weil sie sonst wieder vergessen würden. Es wurde irgendwo mal erwähnt. So, Berichte Mushu. Der soll direkt hinter mir stehen. Tut er auch. Ha! Du weißt schon, dass eine Legende anwesend ist, oder? Ja, aber du brauchst dich nicht vor mir niederknien. Du hast den Fächer gefunden. Sehr gut gemacht. Behalte ihn vorerst. Phase 2. Folge mir zu Scars Versteck. Wir müssen ein paar Dinge vorbereiten. Und nicht vergessen. Okay, machen wir. Machen wir. Warum ist da eigentlich ein Haussymbol? Ach so. Ja, klar, das waren die Häuser von... Kann man in die Häuser jetzt... Nee, ich wollte gerade sagen, da kann man aber nicht rein teleportieren. Das wäre natürlich cool gewesen. Wobei wir uns ja... Nee, jetzt heißt es wieder ins Gashaus. Eben hier ist es noch davor, oder nicht? Das Gas ist nicht da. Das ist auch besser, glaube ich. So, hier einmal der Handfächer, Mushu. Bitteschön. Also gut, Gameplayerin. Wir haben den Handfächer. Wir haben den Ort. Jetzt geh zu Scar und sag ihm, dass wir mit ihm reden wollen. Hey. Während du das tust, bereite ich alles vor. Mach's gut. Ich werde aber schnell sein, ne? Das weißt du. Ich hoffe, du schaffst das. Ich werde schnell sein, vorausgesetzt, ich finde Scar. Und er steht natürlich direkt neben mir. Stell dich doch nicht dazwischen, oder Scar. Oder auch Zeit. Hey Scar, können wir zu deinem Haus gehen? Aus Gründen, genau. Jemand möchte mit dir reden. Jemanden, dessen Namen du mir nicht sagen kannst? Ja, genau. Er hat eine Glatze und keine Nase. Und du dienst als deren Bote. Wie traurig. Wie auch immer, das könnte ganz amüsant werden. Du hast es geschafft. Hurra. Ja, ich schaff alles. Hallo, mach das doch mal weg. Er ist zwar weggegangen, aber kommt gleich. Da ist er schon. Scar, Peiniger der Kleinen. Du bist in der Gegenwart des mächtigen Mushu. Was ist das? Wie kann das sein? Ich habe eine Nachricht. Ich kann das nicht. Hör zu, diese ganze Sache ist nur eine große Show, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Du musst dich nicht von den kleineren Dorfbewohnern fernhalten. Wir haben uns zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen, sogar mit Gameplayerin. Wir werden uns gemeinsam gegen dich stellen, wenn du nicht aufhörst, uns herumzuschubsen.
Wo ich herkomme, sind die, die im Rudel reisen, oft die besten Jäger. Nun gut, ich werde dich und deine kleinen Freunde in Ruhe lassen. Hallo? Für den Moment. Hey, schön, nenn mich einfach die Nachbarin hier. Oh ja! Es hat geklappt. Ich glaube, er wird die kleinen Dorfbewohner jetzt in Ruhe lassen. Ich hab dich! Tut mir leid, ich konnte die Show für dich nicht aufrechterhalten, Gameplayerin. Ich musste es einfach auf meine Art machen und mit Scar reden. Von Drache zu Löwe. Du hast getan, was dein Herz dir gesagt hat. Das ist es, was wirklich wichtig ist. Da hast du recht. Lass uns der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner die tollen Neuigkeiten erzählen. Mach's gut! Ach, das meinten die. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Denke ich. Ich komme. Heb dir deinen Applaus auf. Das ist ein gutes Bild eigentlich. Es war so ein bisschen... Mushu, fackelst du hier gerade mein Kleid ab? Ich hab's auf Fotokamera. Tja. Sauerei. So, dann einmal zurück zu Mushus Haus. Und ich denke, dass wir dann damit unsere letzte Quest vorerst wohlbemerkt abschließen werden. Ich habe gute Nachrichten für euch. Nachdem ich mit Scar darüber gesprochen habe, dass wir unsere Gesellschaft gegründet haben, hat er beschlossen, sich nicht mehr mit uns anzulegen. Das ist ein riesiger Sieg für alle kleinen Dorfbewohner. Die große Frage ist, welche Herausforderungen wir als nächstes angehen. Bass und ich haben uns unterhalten. Wir mögen diese kleinen Stühle so sehr, dass wir dachten, es wäre toll, mehr winzige Dinge im Dorf zu haben. Zusätzlich vielleicht noch ein paar Rampen, kleinere Türen und so weiter. Ich mag, wie du denkst, Sheriff. Wo ist mein Gong, wenn ich ihn mal brauche? Hallo? Sag mir bitte nicht, dass ich das jetzt alles machen muss. Riecht ja schwer nach Spezialauftrag. Das war ein tolles Treffen, Gameplayerin. Ich habe echt Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Okay. Ja, das habe ich machen lassen, um unseren Sieg gegen Scar zu feiern. Komm, lass uns nach draußen gehen und feiern. Und nicht vergessen, meld dich mal. Dekoriere draußen mit dem winzigen Partyset, okay. Ha, wo soll ich das denn jetzt noch dekorieren? Die sagen immer, dekoriere. Wo soll ich das alles noch hin tun? Ach, das ist gar nicht so klein. Ach doch. Hä? Ach, das ist, damit die Leute da besser draufstehen können, glaube ich, ne? Pass auf, dann... Hallo? Irgendwie bin ich gerade aus dem Spiel rausgetappt gewesen. Keine Ahnung, warum. Dann machen wir das... Ich finde hier noch irgendwo was. Dann machen wir das hier hin, so. Damit auch ein gutes Bild damit entstehen mir mal kurz. Kann. So, da... Ach, der ist wieder mit diesen... Ich hasse das. Vor allen Dingen verdeckt er dann auch immer den Kopf damit von irgendjemandem. Ja, von da aus kann man das nicht... Ach, das ist doch doof, Leute. Wie blöd ist das? Ich will ja nicht meckern, ne? Ich wollte gerade schon wieder sagen, wie blöd ist das programmiert. Aber es ist halt wirklich blöd programmiert, wenn das hier im Fotomodus angezeigt wird. Ich meine, ne, ist schon alles ausgeschaltet extra und trotzdem hängt das halt eben noch... Ja, im Weg rum. Und ganz ehrlich, ich werde diese Daily nicht mehr machen. Ich brauche diese schmiedeeiserne Zeugs nicht, weil ich habe sowieso keine Zeit dafür, mich da gefühlt, ja, keine Ahnung, höre wie viele Stunden genau mit zu umgeben, ach, was, da das Zeug zu machen. Hast du kurz Zeit?
Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was die Zukunft der Dorfbewohner, der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner angeht. Wir stellen sicher, dass alle zukünftigen kleinen Dorfbewohner in die Gruppe eingeladen werden. Wie Woody schon sagte, haben wir auch einige Verbesserungspläne in Arbeit. Danke, dass du uns geholfen hast, Gameplayerin. Du bist als Ehrenmitglied immer willkommen. Hier, ich möchte, dass du das bekommst. Es bedeutet mir sehr viel, genau wie du. Unser größtes Mitglied mit dem größten Herz. Ich wusste, dass du es drauf hast. Ja, und das war dann erstmal die letzte Quest, die wir noch übrig hatten. Also abgesehen von der komplett verbuggten Parks-Fest-Quest. Von einem Event, was seit Wochen nicht mehr online ist und ich habe keine Ahnung, wie ich das loswerden kann, weil ich kann es halt auch nicht abbrechen und nichts. Das ist halt sehr, ja, nervig, ehrlich gesagt. Und ja, wie gesagt, also immer wieder die gleichen Sachen machen bei dieser Koch-Quest-Daily da von Remi. Möchte ich zum einen nicht und zum anderen muss ich euch dann ja sonst immer wieder das Gleiche zeigen in den Videos und das wäre natürlich auch nicht so toll, deswegen. Mit einem wirklich sehr weinenden Auge machen wir hier erstmal eine kleine Sommerpause sozusagen, bis dann tatsächlich wieder ein Update kommt und wir wieder neue Charaktere und neue Quests erhalten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich gebe zu, ich freue mich auch ein bisschen drauf, dass ich noch ein bisschen Pause machen kann vorher, weil, na, wir haben jetzt gerade Sommer, wir sind mitten im Sommer. Draußen ist es wunderschön, draußen scheint den ganzen Tag die Sonne und es ist geiles Wetter die meiste Zeit über. Gut, hin und wieder kam schon mal ein kleines Gewitter oder ein kleiner Regenschauer. Aber ansonsten ist es wunderbares Wetter und ich bin ganz ehrlich, da verbringe ich dann die Zeit lieber draußen, als ja, hier die ganze Zeit am PC zu sitzen und aufzunehmen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht trotzdem weiter aufnehmen. Ich sag nur, ich bin ganz froh über eine kleine Pause, weil dann kann ich nämlich in der Pause das Wetter ein bisschen länger genießen. Ihr solltet auch rausgehen, nutzt das schöne Wetter. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Video ansieht. Und wie gesagt, es geht auf jeden Fall weiter, aber wir müssen erstmal warten, bis wieder ein neues DLC rausgekommen ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.